So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Und wir wollten dem Barkeeper das Sparschwein geben. Mal gucken, was da drin ist. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotti? Nein, nein. Ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotti? Tatsache, ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. So, und wir haben die Nukleinsäure. Und jetzt können wir ja Goal wieder groß machen, ne? Ich lese nebenher noch immer ein bisschen was. Ich sollte mich eigentlich nicht selbst spoilern, aber ich meine, wir wollen das ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Ne? Zum Nachtlager. Wir gehen mal zum Nachtlager. Ich kann mir schon denken, was jetzt natürlich. Was ist denn hier passiert? Wo ist Goal? Die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na Dingens hier. Oh. Na, nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Okay. Goal! Mietz, mietz, put, put. Putti, putti, put. Goalie. Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Wie ist sie denn da schon wieder reingekommen? Rohr. Rohrfenster. Rohr. Da kommen wir her. Ah, und hier laufen wir im Kreis. Okay. Was ist hiermit? Dann kommen wir hier unten raus. Und hier? Oh Gott. Wir kommen nie wieder zurück. Harre aus! Ich rette dich! Der rechte Rufus. Ich bin momentan noch ein bisschen gucken. Huhu. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Ah, jetzt können wir wechseln. Jetzt können wir hier traden. Wir brauchen ja... Warentransporter. Warentransporter. Dieser Waren, aber wie es Oppenbot hat, die drin ist doch nur ein... Gibt es den denn nicht? Warte mal, wir können... Wir hatten doch hier mal an dieser Laterne drehen können. Ja... Okay. Ah ja. Ich habe gerade eine Idee. Warte mal kurz. Ich habe jetzt in der Komplettlösung gelesen, mal kurz. Muss ich ja mal zugeben. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht mehr so viel Zeit vertrödeln, weil wir haben schon echt viele Folgen. Und wir müssen das Elysium-Bild dem rechten Rufus geben. Ich müsste eigentlich viel mehr rumprobieren, aber da bin ich auch ein bisschen ungeduldig, muss ich ja sagen. Und dann kleben wir das hier drauf, ist natürlich eigentlich logisch.
Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Richtig. Ist da jemand? Hallo! Hallo! Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Oh. Ich... Oh, nein! Was ist denn jetzt? Es hat sich eine Studie gebildet. Okay. Na dann, halt aus, Goal! Ich bin unterwegs! Okay. Whatever. So. Das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. Kann das sein, dass wir kurz vorm Ende stehen? Und ich mich hier unnötig beeile? Ach, war das ekelig. Aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Okay. Knopf. Hier müssen die... Es gibt aber auch... Es gibt aber auch einen Datasettenschlitz. Da geht's rein. Diktiergerät, Tresor, Paravent. Also dieser Innenarchitekt gehört aber wirklich des Landes verwiesen. Aber machen können wir dann nichts, ne? Tresor? Ohne den Code zu kennen, sollte ich das lieber nicht tun. Ich könnte einen... Diktiergerät. Aha. Argus sein Diktiergerät. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Memo. Memo an mich. Die Datasette ist im Safe. Die Kombination lautet... Das ist ja schon fast zu einfach. 4, 4, 3. Oh. Ach, wenn man nicht alles alleine macht. Na gut, jetzt ist es erledigt. So, rein in die albernen Klamotten und dann die Datasette holen. Cowboy. So eine Scheiße. Jetzt sitze ich aber ganz schön in der Klemme. Und den Tresorcode habe ich auch nicht verstanden. Na großartig. Jetzt sehe ich ja aus wie ein Fatzkengeck. Aber das war ja wohl auch der Plan. Der im Übrigen kurz vor seiner Vollendung steht. Ich muss nur noch die Datasette aus dem Tresor holen. Wenn ich mich doch nur an diese blöde Kombination erinnern könnte. Oh. Appenbot! Sie haben ge... Huch, Alarm! Unsinn, Appenbot, Sie Pfeife! Ich bin es, Argus. Ich trage nur das Kostüm für meinen Einmarsch auf Elysium. Ach so, dann ist ja gut. Nichts ist gut. Ich kann mir meinen Einmarsch in die Haare schmieren, wenn irgendwer ständig meine Dinge verschlampt. Diesmal ist mein Diktiergerät verschwunden. Wissen Sie etwas darüber? Tja, da werde ich wohl kurz meinen Speicher überprüfen müssen. Na, worauf warten Sie noch? Diese ärgerlichen Zwischenfälle gefährden den Geist des Gelingens. Diktiergerät. Was? Ah, oh. Bevor ich die Nachricht überspiele, sollte ich... Die Datasette ist im Safe. Die
Kombination lautet... Was war das? Ist hier jemand? Ich bin hier, Sir. Ich rede nicht mit Ihnen, Turtlepot. Aber sonst ist doch niemand hier. Weniger widersprechen, mehr rechnen. Apropos, wie weit sind Sie mit Ihrem Datencheck? Oh, jetzt haben Sie mich ganz durcheinander gebracht. Ich muss wohl noch mal von vorne anfangen. Tun Sie's schnell. Puh, das war knapp. Ich muss vorsichtiger sein. Das hätte. Hm, nichts. Kein Wunder. Bevor ich die Nachricht überspiele. Ja, wieso? Mini-Datasette. Diktiergerät, Schreibtisch. Ah, ja, ja. Ah, ich hab's. Das Diktiergerät müsste direkt hinter Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Sie imbeziler Formationstrottel! Ich weiß, dass sie da liegen müsste! Glauben Sie etwa ich? Beim Barte des Propheten! Langsam werde ich mir schugge, als wäre dieser Rufus irgendwie ansteckend. Sie dürfen wegtreten, Oppenbot. Danke, Sir. So, jetzt aber. Hm? Nichts? Bist du etwa schon wieder im Eimer, du mieses Drecksgerät? Hallo, Ali, hallo, sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir, Ali, hallo. Sprich mit mir. Hast du gehört? Sprich mit mir. Okay. Die Datasette befindet sich im Safe. Die Kombination lautet IMNEDOT. Hm? Was soll das denn? Mein Tresor hat doch einen Nummerncode. Sagte ich, IMNEDOT? So ein Unsinn. Korrektur. Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung, Oppenbot? Schalten Sie unverzüglich diesen verdammten Alarm aus. Aber Sie sind sich schon sicher, dass Sie Sie sind, Sir, oder? Oppenbot? Schon gut, schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Ja. Der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Es wird immer schöner hier. Da kann einem ja fast leid tun. Schreibtisch. Wer aufräumt, ist nur zu... Ach nee, warte. Wer aufräumt... Ah, hier. Das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also. Wie konnte es denn zu dem Malheur kommen, wenn ich fragen darf? Tja, wenn ich das wüsste. Ich bin mir sicher, dass ich den Code vom Diktiergerät ordnungsgemäß eingegeben habe. Wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Ja, Herrschaft! Wo ist die Nachricht hin? Hallo? Ali, hallo?